Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder da seid. Jasmin, mir ist gerade was aufgefallen. Was denn? Wir sind jetzt 3 Tage vorm Blutmond und munitionstechnisch und erfahrungsgemäß anhand des letzten Blutmondes. Ja, da müssen wir jetzt Kohle sammeln gehen. Zackig, komm. Ja, also wir brauchen Munition. Unbedingt. Ja, Kohle, Nitrat. Ja. Komm, wir gehen looten. Komm mit, Schätzchen. Also Nitrat komm. Und, warte, ich will noch einmal eben Bauchblockformen herstellen. Kommen Sie bitte jetzt, wir haben jetzt keine Zeit. Nee, ich will nur einmal mein Loch hier zumachen, damit die da nicht reingehen. Wo waren wir denn überhaupt noch nicht so oft? Da hinten, ne? Obwohl, hüpfen die hier rein? Die Möglichkeit besteht, ne? Nur einmal hier... Arbeitssicherheit und so, weil ich keinen Bauzaun habe, ne? Boah, ich bin ja auch doof. Ja, das wissen wir alle langsam. Ich kann nur einfach außenrum auf 2 hochgehen erstmal. Dass sie da nicht reinhopsen. Hier waren wir, glaube ich, nicht. Doch, da waren wir auch schon. Und dann muss ich gleich einmal meine Taschen entleeren. Oh, hätte ich auch mal machen sollen. Obwohl, das sammle ich ja immer alles. Aber dann können wir los. So. Ich habe die Baustelle gleich abgesichert. Kannst du vielleicht noch mal trinken für mich mitbringen? Oder sieht es gerade mau aus mit trinken? Ich kann ja gleich mal gucken. Wo waren wir denn jetzt? Oh Gottes Willen. Ei, habe ich mich erschrocken. Da war auf einmal kein Boden mehr hinter mir. Oh mein Gott. Und da was geschieht, ey. Ja, ich zeig mich gerade wieder von meiner besten Seite. Merke ich schon. Oh Gott, das war aber knapp. So, da, dann gehen wir. So. Der kommt. Wolltest du jetzt selber trinken? Nee, ich hack gerade einen Baum. Ah, okay. So. Ich habe die Baustelle jetzt abgesichert. Ich möchte ja nicht, dass ich nur verklagt werde oder so. Ich habe nicht mal eine Versicherung für den Bau. Ja? Das kann ganz schön nach hinten losgehen. Du. Da kommt da Schwester Inge oder... Schwester Inge. Oder Karl-Heinz Jürgen und dann verklagen die mich, weil die da hingefallen sind. Karl-Heinz Jürgen, diesen Namen habe ich ja so noch nie gehört. Ah, gängig. Jeder Dritte heißt so. Allein hier in der Nachbarschaft. Wo bist denn du? Zu Hause im Keller. Immer noch? Ich bin gerade erst angekommen. Hier ist nämlich, Ja... Haha, voll im Fuß geschossen. Ja, komm doch. Jawoll, ey. Bleib liegen. Danke. Gib mir meinen Steinfall wieder. Danke. Ist hier noch einer oder war jetzt hier nur einer? Federn. So, oh, das können wir verscherbeln. Das können wir später rausnehmen. Noch ein Kochbuch. Den Rest brauchen wir. Ah, haben wir noch Reparaturkits? Sieht mau aus, ne? Ne? Nicht oder? Nicht oder? Ah ja. Terraraturkits. Reparaturkit. Ja, genau. Ja, also hier ist wieder was zu holen. Also. Gut zu wissen. Warte ich mal auf dich, wa? Ich bin auf dem Weg. Bin hier am blauen Haus. Ja.
Weil der Schuppen da hinten, den habe ich schon gemacht. Roter Tee war für Ausdauer. Wir wollten Kohle auch abbauen, ne? Ich nehme mal die 4 mit. Ja, Kohle, Nitrat, so halt für Schießpulver, Messing, alles so, was wir dafür brauchen. Schießpulver. Wo bist du jetzt? Nitrado. Hä? Messinga. Ach, du bist immer noch zu Hause. Kohlen. Moneten. Und sie hat schon Durst. Toll. Du bist... Hier beim blauen Haus, genau gegenüber. Von unserem. Ja. I want to ride my bicycle. Bicycle. I want to ride my bicycle. Fährst du echt mit dem Fahrrad? Naja, ich bin ökologisch mobil, ne? Würde ich sagen. Ah, hier vorne bist du schon. Und grab it. Und put it back. Soll ich dir erst trinken geben, wenn du schon Durst hast? Ich hab eben schon getrunken. Du hast ohne mich getrunken? Wärst du in eine Hocke gegangen, wär sie tot. Oh, jetzt steht er hier neben mir und ich guck grad, wo ich hin kann. Lauf nach rechts. Hä? Wo bleibt sie denn? Nee. Ich hab dir gesagt, die Studenten-WG ist ein bisschen aggressiver, ne? Oh, wie kannst du so herzlos sein? Und das in ihrer schlimmen Woche. Ihre Titties wackeln hin und her. Da habe ich natürlich nicht drauf geguckt. Nein, natürlich. Natürlich nicht. Oh, noch ein Kochbuch, ich kann ey. Nicht spielen und gucken. Mir fehlt der Multitasking-Schlitz. Kürbis. Wenn du in die Küche guckst, dann gucke ich mal den Rest des Häusleins an. Hallo, Sir. Ah ja, genau. Hier war ja noch eine Treppe. Ich habe 20 Bruchsand, sehr wichtig. Gebrochener Sand. The heart is broken. Ich finde das aber praktisch, dass du Bruchsand hier quasi herstellst. Zu Hause muss ich immer großen Sand nehmen und den muss ich mit den Händen zerteilen. Au! Was ist der denn? Kann man da einmal rumgehen? Ach so. Liegt der hier noch? Ach so. Hä? Voll perfekt. Vier krasse Schläge ausgehalten. Ja. Oh, 41 Bruchsand, sehr wichtig. Musst du dir jetzt das immer kommentieren? Ja. Warum? Er wollte mein Gesicht streicheln. Da bin ich sensibel. Oh Gott. Ach so, den hast du schon gemacht, oder? Hä, bist du schon oben? Auf dem Dachboden, ja. Alter, will er mich rollen hier. Dich, zartes Reh, krieg ich doch gar nicht nach vorne gerollt. Hat man nicht mitgekriegt. Kann ich hier noch irgendwo eine Mod reinschmeißen? Im Helm vielleicht, ne? In den Stiefeln. Guck mal, die brauche ich nicht. So. Wenn da schon eine drin ist. Da ist eine, da habe ich das also. Oh. Ja, denn? Na denn? Was ist das hier? Ja, und wie viel Munition hast du gesammelt, Jasmin? Gar nichts, weil du läufst ja immer vor schon. Hast du wieder eingebechert oder was hier? wieder im Graben besoffen rumliegen und reinkotzen, ne? Ordentlich göbeln. Ich
Mensch, jetzt lass das doch mal, wenn ich mit... Alter. Au. Oh, Tannenbaum. Er brennt. Jetzt ist die Weihnachtsstimmung vorbei. Der Tannenbaum. Er sah jetzt nicht so begeistert aus. Hier waren wir erst, oder? Na, also im Fass ist Benzin. Ja? Ja. Leerer Müllcontainer. Leeres, rostiges Fass. Dann hast du das letzte Mal. Hier waren wir doch erst. Müssen wir woanders hin? Wo waren wir denn noch nicht so oft? Wir können ja mal gucken, wo ein. Können ja auch mal hier lang gehen, oder? Richtung. Wo willst du denn? Richtung Wiese, oder? Ja. Da in der Nähe ist eine Kohlemine. Und eine Nitratmine. Ja, Blei, hier. Hopp. Wunderbar. Guck sich einer diesen athletischen Sprung an, den ich da gemacht habe. Das ist aber ganz schön, du. So. Ja. So, hier haben wir auch eine Kohle. Aber es geht nur mit Aufpuschmitteln. Wie viel Kohle brauchen wir? Viel. Wie viel Schießpulver haben wir denn? Wenig. Das klingt nicht gut, wenn wir im Blutmond überstehen wollen. Nee, wir brauchen... Es gibt nie genug. Okay. Ganz viel. Nitrat brauchen wir dafür auch, ne? Sonst können wir kein Schisspulver machen. Ja, wenn wir die Richtung, wo ich lang gegangen bin, weitergehen, kommen wir zu einer Nitratmine. Ja, ich komme ja schon. Ich nehme alles mit, was wir brauchen. Holz, Stein. Gras, Pflanzenfaser. Warum? Haben ist besser als brauchen, oder? Was brauche ich das denn? Weiß ich nicht. Ein Bett? Ich hab doch mal ein Dings. Schlafsack. Ja, gut, man kann auch den Schlafsack nehmen. Oh, ich habe einen Diamanten gefunden. Sehr schön. Echt? Ja, der gibt ordentlich Kohlen vom guten Rack. Ja, der mag dich ja sowieso nicht. Ja. Ich mach ihn ja auch pleite, hat er gesagt. Ich bin geizig, hat er gesagt. Du bist geizig? Ja. Ich habe ja nicht mein Trinkgeld dagelassen, hat er gesagt. Echt? Ja. Weißt du, voll die Welt geht unter hier mit Zombies und er will Trinkgeld. Ja, was will er damit machen? Doch eh nichts kaufen. Ja. Was will er damit anfangen? Teddy gehen? Ja, das ist sowieso alles for free, ne? Außer Rack. Der kostet Geld. Uiuiuiui. Ich habe ein bisschen Angst, dass das über mir einstürzt. Dann lass es doch. Es geht nicht, hier ist Kohle. Ich wollte gerade sagen, was machst du da? Aber das bist du gar nicht. Ich habe einen Silberklumpen gefunden. Geil. Können wir uns endlich die Diamantrüstung bauen?
Diamantritter. Die aus Minecraft. Oh Gott, ey. Können die eigentlich auch verbrennen, die Zombies, wenn die jetzt brennen die ganze Zeit? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Die gehen ja irgendwann wieder aus, ne? Warte, ich guck mal. Ja, schade. Und wenn du die halt immer wieder schlägst, dann, Yo, Lootback. Schlägst du die ja. Oh. Weisheit des Tages. Au. Eine Pistole Stufe 5. Oh. Lammration, große Rindfleisch und 10-mal Schrotflinte. Oh, Munition. Nice. Sehr schön. Ja, weil ich da voll eins übergebraten habe. Weil du die Hexe verbrannt hast, wie im guten alten Mittelalter. Die Leute wussten schon, warum das gut ist. So. Mai, oh Mai. Ich glaube, diesmal sind wir dann auch ein bisschen besser auf den Blutmond vorbereitet. Glaube ich nicht. Also, weil wir haben ja grundsätzlich jetzt nichts verändert. Das mit der Treppe funktioniert ja. Nee, ich meine Munition mäßig. Aber die haben wir ja auch nicht wieder aufgestellt. Ach doch. Funktioniert, was funktioniert denn da? Die sind alle immer zu der einen Seite da gelaufen. Ja, hast du das Kombi nicht gelesen? Nee. Die Spikes, die ich auf die Treppe gesetzt habe, um die hat die abgesteckt oder was? Genau, deswegen hat den Weg quasi für die versperrt, deswegen sind die da nicht hochgegangen. Ach so, ja, dann mach doch mal. Nö, hab ich nicht. Hä, wo waren Kommi überhaupt? Gehabt. Nach dem ersten Blutmond, glaube ich, war das. Nee, das habe ich nicht gelesen. Mhm. Ja, dann mach das nochmal und aber ohne. Weißt du, was ich meine? Oh, das sah aber gefährlich aus. Hier ist so gut Kohle. Wie viel soll ich denn, sagen wir 5000, denn ist gut? Sehr überzeugend. Ich glaube, deine Zustimmung habe ich. Das ist nur Stein hier. Ah. So. Hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Das sieht auch gut aus. Hier liegen viele Steine, das ist richtig gut. Steine habe ich schon wieder 2000. Als Abfallprodukt der Kohle. Wie viel habe ich denn? Oh, fast 1000. So. Oh Gott, hier ist aber auch ein Vorkommen an Kohle, du. Eieiei. Hier kann ich doch nicht aufhören zu buddeln, oder? Oh, danke schön. Mhm. Das ist aber nett von dir. Gerne, gerne. Ich weiß gar nicht, womit ich so viel Aufmerksamkeit verdient habe. Eigentlich nicht. Dass du für mich Menschen umbringst, nur damit ich Punkte kriege. Sind ja keine Menschen mehr. Du hast eine soziopathische Art an dir. Oh, macht nix. Kann ich mit leben und die anderen auch. Eine gruselige Aura. So, was lag hier? Hier war doch noch Müll. Da ist ja manchmal auch was für dich. Oh, hier ist Kohle. Kann ich jetzt bei dem Böhmstamm machen? Du hast ja Schrotflintenmunition gefunden, ne? Schieß doch nicht. Hab ich nicht. Ich hab hier einen Helfer. Man. Ich hab mir einen Bauhelfer besorgt. Ach, nee, ist alles Blei hier, aber ist auch gut. Aber irgendwie liegt er nur auf der faulen Haut rum. Also da muss ich nochmal mit dem Chef reden, oder? Den können wir so nicht bezahlen. Oder? Ich werde trotzdem nur arbeiten hier. Also Kacke. Kannst hier ruhig mal mit anfassen, ne?
Mal zugucken, du hast den besten Job, du. Hast du was hier leer? Ja, schon wieder abgehauen. Ah, das war so klar. Die Arbeit war viel zu anstrengend für ihn. Er sah schon aus wie so ein Lauch. 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 Zwiebel. Okay, ich mache nur noch bis 6000, weil dann reicht hin. Ich will jetzt hier nicht 8 Stunden Kohle abbauen, wenn ich auch noch 7 Stunden Nitrat abbauen kann. So. Da. Unser Musterblock haben wir ja behalten. So. Oh. Tageslicht. Wie schön. Wo bist du denn? 120 Meter in der Richtung. Was baust du bei dir ab? Blei gerade. Ah, okay. Dann gehe ich zum Nitrat. Ey, jetzt hat der geschossen und überall kommen die Zombies. Bei mir nicht. Mhm. Oh ja, doch, doch. Da ist ein Grüner. Grüner? Ja! Ein Grüner, Jasmin, ein Grüner. Den habe ich aber nicht gewählt. Wo fahre ich denn? Ach, ich habe doch einen Wegpunkt, Mensch. Ja. Er knackert da hinten rum. Oh. Auf Stimmenjagd ist er. Ja, hier können wir reingehen, ne? So. Kennst du das Mischverhältnis zwischen Nitrat und Kohle, wenn man Schießpulver herstellen will? Was von allem gleich, glaube ich. Kann ich das bei mir sehen? Schwitzig. Ja, eigentlich schon, wenn du das eingibst. Schwitzpulver. Ja, 2 zu 2. Das heißt, wenn ich jetzt auch 6000 sammle. Aber will ich denn 6000 sammeln? Oh! Rat mal, wer Punkte zu vergeben hat. Oh. Oh. Hm. Hm? Ah. Das hat mich 2 Punkte gekostet. Das ist ja frech. Das ist ja frech. Jetzt fange ich ja wieder bei 0 an. Oh. Von 0. Die 0 ist meine Zahl. Sie symbolisiert mich. Ich bin ein Kreis. Ja. Brauche ich ein Reparaturkit für zum Heile machen hier, glaube ich. Ich habe 5 Stück. Ja. Bräuchte gleich mal einen für meine Steinhacke. Ja. Geht langsam dem Ende zu. Ja. Wie gesagt, ich habe 5 Stück, ne? Hm. 6 sogar an der Zahl. Herrlich. Diese Ausbeute. In wenigen Hackenschlägen. So. Blei brauchen wir nochmal für Geschossspitzen. Ne? Hm. Oh, ich habe Gold gefunden. Cool. Endlich kann ich meine Zähne aufwerten lassen. Meinst du, die suchen noch einen neuen Darsteller für Kevin allein zu Hause 5? Nee. Hm.
Weil der mit dem Goldzahn ist vielleicht schon zu alt für seine Stunts, dass er seinen Kopf in Brand steckt und so. Die haben ja auch ihren Stolz, ne? Die nehmen ja auch nicht jeden. Okay. Okay. Das nehme ich jetzt persönlich. Ja. Oh, ich habe nichts zu trinken. Ich schon. Ja, schön. Oh, ich habe einen Punkt, den ich investieren kann. 2 Punkte. Oh Gott, ich hätte jetzt fast das Falsche gelevelt. So, jetzt geht das ein bisschen schneller voran hier. Gleich mach's kredding und dann ist sie kaputt. Ja, wie gesagt, ich habe 6 Reparaturkits, ne? Ja, kommst du hier auch noch her? Oder? Nee, ich baue ja Nitrat ab. Wir brauchen Nitrat, Jasmin. Ohne Nitrat keine Beetblöcke, ne? Guck mal, ich habe 6000 Kohle. Das heißt, ich bräuchte 6000 Nitrat für 3000 Schisspulver. Also muss ich ja 12000 Nitrat abbauen, damit ich noch Gebetblöcke machen kann, ne? Für meinen Tempel der Früchte. Des Gemüses. Ja. Dreitausend habe ich schon voll, Jasmin. 3000. Was? 3135 hatte ich eben noch. Was? Abgebaut, nicht? Ja, was? Ja, hier Material, nicht? Ich hole ihn mal. Da habe ich ja schon 3300 abgebaut, nicht? Nicht. Wunderbar. Das Gute ist, dass wir auch ordentlich Stein abbauen. Den brauche ich für Zement. Ich habe auch ganz viel Stein. Ich habe jetzt 4390. Und du? 2000. Naja, wenn du das viel empfindest, Jasmin. Wenn du das viel empfindest. Ja, ich pack das in meine Kiste. Das ist mein Stein. Hast du wirklich schon eine eigene Kiste? Nee, aber bald. Du müsstest ja das Gebäude eigentlich auch auf Beton noch aufwerten, ne? Ja. Zumindest erstmal unten so ein bisschen, weißt du? Mhm. Deswegen sammle ich ja. Dass sie halt nicht so einfach mehr da durchkommen, weil der Blutmond wird ja auch schwieriger. Ah, das ist ein Mythos, Jasmin. Der Blutmond wird immer leichter. Du kriegst immer leichtere Gegner und immer weniger. Wo bist du denn? Ach, da. Ich glaube, ich gehe gerade in deine Richtung. Immer dem Krach nach. Ich hau die Welt kaputt. Das, was ich als Mensch am besten kann. Auch noch Kohle. Ja, wo bist du denn? Bist du unterirdisch? Ja. Ja, du wanderst, du. Du musst nur mein Loch finden. Ich gehe da nicht rein. Da, wo stinkt, Jasmin, da, wo stinkt. Kannst du mir vielleicht einmal ein Dings geben, Reparaturkit? Ja, komm zu meinem Loch. Ich bin hier. Folge dem Muff. Aber hier sind auch Zombies. Ach, du bist am Loch. Ja, ich bin schon hier. Hallo. Huhu. Ja. Ah, ja, wieder hier. Und trinken wäre ganz cool. Oh. Da kommen immer mehr Zombies jetzt, ey. So, hier machen wir gleich wieder klein. Und trinken?
Danke. Danke. Gerne. Sehr gerne. Reparaturkette. Dann kann ich nämlich jetzt noch Stein und so abbauen. Hier, wir kriegen... Oh, oh. Schatzi? Ganz viele. Ja? Ja. Hab ich gesehen. Gut, wo wollen wir hin? Wo bist du hin? So. Alles cool, Jasmin. Mir kann nichts passieren. Ja, toll. Mir auch nicht. Versteck mich mal hinterm Baum. Ja, ich bin im Loch. Ich höre sie. Vorbei. Ja, die gehen vorbei. Hoffe ich. Kannst du sie sehen? Ja, ja. Sind sie bei mir? Ja, die gehen vorbei. Es hört sich halt auch an, als wenn die genau über mir wären. Ich würde jetzt gerne abbauen und gucken, ob die einen Weg hier reinsuchen. Ich glaube, sie sind weg. Nee, nee, die stehen hier. Die umzingeln dich. Warum mich? Nicht. Ich baue doch ganz leise ab. Ich hau ganz vorsichtig und zärtlich mit meiner Spitzhacke in den Stein. Um keinen Krach zu machen. Das hat keiner gehört. Es wäre jetzt ärgerlich, wenn meine Höhle... Oh, Kacke. Irgendwie sind die alle hier jetzt. Hier ist ganz viel Kohle noch. Hat er das gehört? Hä? Sind die jetzt weg? Nein. Also einer von denen versucht sich hier runter zu buddeln, glaube ich. Echt? Ja. Brauchst du Hilfe? Ist ja nur einer, soweit ich weiß. Er hat auch schon wieder aufgehört. Er hat sein Agro verloren. Okay. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Okay, das hat er vielleicht gehört. Ich will doch nur noch 6000 sammeln. Ärgerlich wäre natürlich, wenn unter der Horde beim Abbauen hier alles einbricht. Ja. Wäre ärgerlich. Aber ich glaube, das ist auch nur einer hier bei mir. Aber er versucht reinzukommen. Ja, noch geht. Bei mir sind mehrere, oder? Ja, habe ich doch. Nein, ich meine jetzt am Loch direkt. Weiß ich nicht, bin da nicht. Ich brauche gerade Kohle ab. Ja, okay. Deswegen habe ich dich ja gefragt, ob du Hilfe brauchst. Nee, ich habe ja meine Schrotflinte, ne? Ja, mal schön Krach machen. Okay, ich habe jetzt definitiv zwei mindestens hier. Ja, da waren ja auch eben so viele. Okay, ich habe vielleicht doch ein paar mehr hier. Brauchst du Hilfe? Ich will es nicht mehr ausschließen, sagen wir es so. Ja oder nein? Ja. Ich denke, wenn du die auf Distanz ein bisschen weglocken kannst. Gucken wir, ob ich ihn von unten.
Die hat ihren Arm hier reingeworfen. So. Ja, mir gehen die Flöhe vorbei. Jetzt hat er sich gerade weggebückt. Brauchst du jetzt noch Hilfe oder nicht? Ich habe keine Ahnung, wie viele da oben sind. Schön lächeln. Gottes Willen, war das brutal. Hier kommen aber allgemein ganz schön viele jetzt. Ups. Hallo. Oh, Lootback. Was haben wir hier drin? Oh, nice. Ja. Das sieht eindeutig nach einem Anzeichen von Höhlenfieber aus. Ich weiß gar nicht mehr, wo der ist. Achso, ich gehe voll die falsche Richtung gerade. Ah! Ach, da hinten, da leuchtet's. Oh. Vorsicht, Vorsicht, da ist ein Loch. Lass ihn doch reinfallen. Der Lieferjunge hat mir was geliefert. 12 Eisenpfeilspitzen, eine Testosteronspritze, Blutbeutel und Maschinenteile. Motorwerkzeugteile. So. Ich höre dich ja. Hallo Jasmin! Ja. Na, wie ist es? Also brauchtest du jetzt doch keine Hilfe oder was? Nö. Das Alter, ging. Warum sagst du denn nichts? Ja, ich war mir nicht sicher. Ich konnte ja oben nichts sehen. Das gab Punkte. So, aber wir sind schon wieder bei 37 Minuten. Das heißt, wir würden uns von. Für heute von euch verabschieden, sind aber morgen wieder dabei. Ich hoffe, ihr auch. Klar sind wir morgen wieder dabei, weil ohne uns wäre ja morgen gar keine Folge, aber ihr wisst, was ich meine. Wäre schön, wenn ihr wieder dabei seid. Wir sehen uns morgen. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss.